So, dann... Ich dachte, jetzt sind hier vielleicht noch wieder Monster, aber sind zum Glück nicht. Ja, dann sollte hier eine Truhe sein. Das ist gut, dann können wir ein bisschen wirtschaften hier. Jo, oh, da blinkt, oh, da blinkt sogar Fahrtband. Und ein Erste-Hilfe-Spray. Ja, das ist doch schön. Und da hinten ist noch ein blaues Kraut. Das brauchen wir nicht unbedingt, aber immerhin haben wir hier ein paar Sachen. Notfalls könnten wir hier sogar speichern, wenn wir wollten. So, ja, nehmen wir erstmal die Schrotflinte wieder. Ja, ich glaube, ja, Hunter kommen erstmal nicht mehr. Ich hoffe, ich rede keinen Mist. Ja, die Kurbel brauchen wir noch, ja. Das können wir aber erstmal weglegen. Da haben wir sogar ein bisschen Herb wieder in petto. Geil. Haben wir noch. Ach, da ist ja, ach, hier sind ja noch ein paar Kräuter. Ach, guck an. Das geht ja alles noch. So, wir schnappen uns noch mal... Was schnappen wir uns denn noch? Nö, das brauchen wir uns alles nicht schnappen. Denn wir haben da ja noch ein Spray auf dem Tisch. Nein, ich kann mich nicht ausrüsten. So. Gut, und dann nehmen wir uns jetzt nochmal das erste Hilfespray mit. Ach, das Farbband können wir gleich mal in die Truhe legen, genau wie das blaue Kraut. Packen wir einfach mal in die Truhe. Cool. So wie das zeitmäßig hier aussieht, könnten wir dann doch noch ein bisschen mit den Laboratorien anfangen. Hm. Mal sehen. Ich möchte eigentlich ungern die Session abkürzen. Weil, wie gesagt, da ich ja nächstes Wochenende vielleicht sowieso nicht zum Aufnehmen komme, kann ich jetzt nicht dieses Wochenende auch noch wieder weniger aufnehmen. Das geht gar nicht. Nee, 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 nee. Das geht nicht, Leute. Das geht nicht. Da. Ja, die packen wir. Obwohl, die Kräuter packen wir zu den anderen Kräutern hier unten hin. Da. Und ganz ehrlich, dich brauchen wir jetzt erstmal nicht, oder? Nö. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage. Aber ist tatsächlich so. Gut, wir müssen noch ein kleines Rätsel jetzt lösen. Und dann... Ja, dann sind wir schon fertig mit der Kanalisation. Ist ja Wahnsinn. Es gibt noch einen kleinen Kniff jetzt, wo ich eventuell sterben könnte. Ich hoffe mal nicht, dass dem so ist. Weil... Achso, jetzt muss ich... Ach klar, jetzt muss ich den Flammenwerfer holen. Oh nee, ja genau, ich weiß jetzt auch genau, warum ich den holen muss, warum sie das eingebaut haben. Weil da jetzt wieder ein Hunter ist, ne? Ich könnte wetten. Ach, diese Spinnenhöhle, buah, pfui, da könnte mal einer putzen. So, beeilen. Nicht? Kein Hunter? Wow. Da bin ich jetzt überrascht. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, erwartet uns einer. Okay. Dann eben nicht. So, den müssen wir jetzt mitnehmen. Und da hinten platzieren. Dann passt das. Ist hier hinten eigentlich noch was? Liegt da... Oh, haben wir gar nicht geguckt, oder? Anscheinend nicht. Gut, dann ist hier sonst nichts mehr. Nur das Messer war hier. Und ich habe echt nichts mehr zu trinken, ne? Ganz kleinen Schluck. Das war ja ein Tropfen. Ja, dann hängen wir hier den Flammenwerfer rein. Nein, das kriege ich nicht mehr gebacken. Dann so. Ja, bitte. Gut. Jawohl, Klick hat's gemacht. Ja, dann müssen wir noch einmal eine Indiana Jones Einlage hier meistern. Ich hoffe, dass das klappt. Hier sind noch keine Gegner, ne? Normal nicht. Okay. Ja. Das ist die Frage. Wir könnten auch einfach schon mal versuchen zu drehen. Ich glaube, das macht er nicht mit. Doch, macht er. Oh. Das ist ja auch gut. Dann können wir direkt... Ja, dann können wir gleich direkt in den Geheimgang da praktisch reinflüchten. Den ich jetzt gerade schon gespoilert habe. Aber es hat einen Grund, warum man hier nur ein Feld immer dreht. Weil man hier echt zweimal drehen muss, ne? Ja, reicht dann. Und dann können wir hier links rein, da ist nämlich ein Raum versteckt. Und ich glaube, jetzt rollt die Kugel direkt los, oder wie war das? Okay, dann machen wir das so.
Die rollt gar nicht los. Ach, die lassen wir gleich noch auslösen. Weil dahinter wieder was versteckt ist, denke ich. Jetzt kommt erstmal ein Schieberätselraum. Ja. Mit der schönen Musik. Das finde ich gut. Also, wir nehmen uns hier diese Gargoyle-Statue. Und ich schaffe es nicht, dahinter zu laufen. So. Wir sehen ja diese roten Vorsprung in der Wand. Genau da. Und ich habe hier nicht direkt davor geschoben, ne? Ach, das ist gar nicht der Vorsprung. Ach, ich bin doof. Ich bin blöd. Das ist gar nicht der Vorsprung. Ach, Mann. Was mache ich denn hier? Du musst noch weiterschieben, Chris. Ungefähr da so. Und jetzt müssen wir hier die Kurbel reinpacken. Dann pass mal auf, was passiert. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ja, da ist nämlich der versteckte Vorsprung. So war das. Genau. Gut. Und nochmal benutzen. Jawohl. Ah, gut gemacht, ne? Und dann schieben wir jetzt das Viech auf diese etwas hellere Fläche da. Und damit ist das Rätsel gelöst. Na, ein bisschen nach vorne noch. Okay, weil du es bist. Was kriegen wir hier? Buch der Flüche, Band 2? Müsste eigentlich. Nein. Lab Key? Hier gibt's den Lab Key? Und das Buch? Ey, jetzt kriege ich hier gleich einen Anfall. Wo ist denn das zweite Buch? Das kann ja... Also ich bete jetzt. Ich bete drum, dass das zweite Buch hinter dem Felsen ist, weil sonst bin ich echt am Arsch. Ich gehe doch nicht ins Herrenhaus zurück. Das muss da hinten, wenn das da hinten nicht drin ist, ich krieg so einen Anfall. So, erledigt. Erstmal die Karte hier nehmen. Ja gut, Karte, das ist so sinnvoll, dass man die Karte kriegt, nachdem man die Kanalisation eigentlich fertig hat. So, Country Yard. Ja, wir haben alle Räume, seht ihr, wir haben alle Räume, haben wir schon gesehen. Wenn da jetzt nicht das Buch ist, ey, ich kriege einen mittelschweren Anfall. Oh, danke, lieber Gott. Also wenn das jetzt nicht hier gewesen wäre, dann hätte ich echt ins Herrenhaus zurückgemusst und da nochmal alles absuchen. Nee. Ein Glück ist das hier. Mann, Mann, Mann. So, öffnen. Hallo. Und nehmen uns... Die Wolfsmedaille müsste das sein. Wolf Medal, ja, genau. So, raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus. Geht das schon wieder los? Ja, ja. Okay. Dann gehen wir noch einmal eben zur Truhe, rüsten uns noch ein bisschen aus. Uah. So. Ich hatte eben schon Angst, dass sie uns wieder entgegenrollt. So. Und, ja, dann kommen wir ins Labor. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, werden wir noch im Labor ein bisschen rumtüdeln, denke ich. Jo, das ist ja cool. Dass wir jetzt so schnell damit fertig werden, hätte ich auch nicht gedacht. Aber wir sind auch ziemlich gut vorbeigekommen an dieser Monsterspinne da. Das ist cool. Gefällt mir. Gefällt mir. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich gefliegt. Petri gefliegt. So. Metal. Achso, die brauchen wir, ja. Dann nehmen wir uns diese Medal. Yes, passt mal auf, Leute. Jetzt nehmen wir uns tatsächlich mal die Beretta. So, so. Wir machen das mal eben so. Kombinieren die ganzen Clips. Ausrüsten. Und kombinieren. Kombinieren. So. Haben wir hier vielleicht noch mehr Clips, die ich irgendwie ein bisschen falsch abgelegt habe? Nö. Das ist eine Mo-Disc. Die können wir unter Umständen gleich auch noch gebrauchen, aber ich lasse die erstmal da liegen. Laborschlüssel natürlich auch, ja. Kräuter. Ja, nehmen wir mal die Mo-Disc mit. So. Reicht erstmal. Gut, okay. Dann verlassen wir jetzt diesen Bereich. Und
gehen in den allerletzten Bereich des Spiels. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Aber ich denke, dass ich bei der nächsten Session das Spiel durchspielen werde. Zumindest das Szenario mit Chris. Und dann kommt ja das Szenario mit Jill Valentine, wo ich dann das erste Mal einen weiblichen Gastkommentator, wollte ich gerade sagen, eine weibliche Gastkommentatorin dabei habe. Die Little Draw Blade, mehr dazu in meinem SimCity Let's Play, was ich gleichzeitig irgendwie als Info-Let's Play genutzt habe diesmal. Und, ja. Ich weiß noch nicht, vielleicht wird sie von Anfang an dabei sein, ab Folge 1 dann mit Jill, mal gucken. Je nachdem, wie das dann technisch machbar ist. Sie hat noch ein paar Probleme zu klären mit der Internetverbindung. Und dann kriegen wir das gemanagt. Hoffe ich doch mal. Jo. Die ist zu. Genau. Aber hier sollten eigentlich Kräuter rumliegen. Jo, tun sie auch. Schön. Zumindest die grünen nehmen wir mit. War gerade zu wenig Platz. Aber eins können wir gerade mal essen, sehe ich gerade. Deswegen passt das doch ganz gut. Das mampft ihr mal rein. Und das andere grüne nimmst du mit. Da ist gar kein anderes Grün. Doch, da stand ich drauf. Okay. Ich hab grad sahen, da waren noch zwei. So blind bin ich dann auch nicht. Gut, haben wir das. Ja, kleiner Hund, ist ja gut. So, packen wir die Medaillen hier rein. Eine da. Eine auf der anderen Seite. So. Achso. Ich dachte, ich muss was schalten. Gut, dann gehen wir jetzt hier in den Brunnen hinunter. Beim Remake würde jetzt die Information kommen, bitte wechseln Sie die Disk. Aber da wir hier noch ein PlayStation 1 Spiel haben, befindet sich ja alles auf einer Disk. Weil es noch nicht ganz so umfangreich gestaltet ist wie in dem Remake. Wie gesagt, da gibt es halt viele, viele mehrere Wege und Aufgaben und Challenges und hast du nicht gesehen und peng, peng, puff. So. Okay. Hinab in die Tiefe. Da ist die Tür, die nur im Notfall zu öffnen ist, ne? Ja, genau. Achso, das steht auf dem Schild. Aber wir können es ja mal eben lesen für euch. Da. Will not open unless under first class emergency. Ja, dann gehen wir jetzt hier runter. Und da befinden sich halt die Laboratorien. Ja, und dann haben wir ziemlich genau noch einen Part jetzt gleich übrig. In dem werden wir noch schon mal ein bisschen rumgucken. So. Da wäre noch eine Truhe. Und die ist gar keine Schreibmaschine. Ich dachte eigentlich, gut. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter und hoffen, dass nur Zombies hier sind. So wie ich das gewohnt bin. Eigentlich sollten hier Zombies sein. Wenn nicht, dann muss ich ganz schnell die Waffen wechseln. Ansonsten gibt's Ärger. So, der hat schon mal keinen Kopf mehr. Schön angenehm, wenn endlich mal wieder ein paar Zombies hier rumlungeln. Lungeln, tungeln, bungeln. Du lebst noch, Junge. Steh auf. So, jetzt lebst du nicht mehr. Okay, das sind noch Kräuter, das gefällt mir. Oh, du bist schneller. Oh, du warst schneller. Ein bisschen zumindest. Der ist also auch hinüber. Da liegt der Dia-Film. Den nehmen wir mal mit. Ja, gut. Und ist das schon eine MO-Maschine? Nee, ne? Nee. Und diese Tür ist zu, richtig? Ja. Ja, es ist die Frage. Normalerweise müssten wir den Lab-Key benutzen, oder? Vielleicht auch nicht. Ich gehe erstmal auf gut Glück runter und hoffe, dass das genauso ist wie sonst. Dann brauchen wir nämlich eigentlich nur an den PC und die Türen öffnen. Ein Lab-Key brauchen wir dann erst später. Aber die Musik hier unten ist schön beruhigend.